Frau Anna, heute hast du ja zum ersten Mal deine Musikform gezeigt, die neue. Du hast dir viel Spaß gemacht, die zu lernen. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und was sind so deine Vorbilder da in Bezug auf Musikformen? Mein Vorbild ist Emma Elms. Aha. Und ich würde gerne mal so gut sein wie sie. Aha. Du hast ja, sie kennst du ja eigentlich persönlich nicht, sondern nur von den Videoclips, die man also auch bei unseren Seiten hat oder auch im Internet halt. Was findest du so toll an dem, was sie macht? Ich finde die Kicks sehr gut und wie hoch sie kickt und mit welcher Spannung und die Muskeln, wie sie ihr Bein langsam hochbringen kann, sich drehen kann. Und gut, jetzt bist du ja auch sehr gut im normalen Taekwondo, du hast schon viele Erfolge gehabt beim Scorpions Cup, bei der German Open und so weiter. Insgesamt Taekwondo macht dir das schon viel Spaß, offensichtlich, weil du ja oft da bist. Aber was glaubst du, was es für dich persönlich gebracht hat in den letzten 2 Jahren? Also, mir macht es jetzt überhaupt nichts mehr aus, wenn ich zum Beispiel allein zu Hause bin, weil früher hatte ich oft Angst, dass irgendwas ist und jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ich habe auch mehr Selbstvertrauen und ich fühle mich auch irgendwie wohler. Also du kannst ja auch Klavier spielen, lernst auch Klavier spielen und hast verschiedene andere Sachen auch im Gymnasium. Wie ist das mit dem Lernstress? Kriegst du das irgendwie auf die Reihe oder ist das mal mit Problemen? Ja, ich kriege es im Großen und Ganzen schon auf die Reihe. Also manchmal nicht so, aber mir macht alles insgesamt Spaß. Und glaubst du, dass wir öfters mal noch so kleine Turniere machen sollten in der Schule? Oder, ja, also ich finde die Stimmung schon sehr gut. Es ist nicht so angespannt wie jetzt auf öffentlichen Turnieren. Und also ich finde, es macht sehr Spaß. Du warst ja heuer im März, bist ja auch in der Hall of Fame als Junior Fighter of the Year genannt worden. Wie hat dir diese Veranstaltung gefallen? Also gut, da hatte ich schon ein ziemlich gutes Gefühl. Bei den Munich Open war das erfolgreich, da warst du auch dabei. Mhm. Ja. Und insgesamt im Team, 6 Leute, waren insgesamt sehr erfolgreich. Und hast einige erste Plätze und zweite Plätze auch mit heimgebracht. Bei der Munich Beatrack in London, da warst du auch dabei. Mir hat dir das gefallen mit den Engländern und mit den Ausländern? Also das fand ich mal eine Abwechslung und fand ich auch ziemlich gut. Also hat mir auch sehr Spaß gemacht. Wir waren ja auch teilweise nur Karate-Leute und Kampfsport gemacht. Und wie findest du das, dass wir die Stile zusammen, dass wir zusammen trainieren mit Karate-Leuten und so? Nicht ja. So nur unsere eigene Geschichte machen, sondern auch für andere öffnen. Da kann man gute Erfahrungen sammeln und man sieht auch, dass man was anderes machen kann. Und also, ja. Das ist gut, oder? Ja. Und der heutige Tag insgesamt, Fazit, auch jetzt mit dem Biergarten hier. Sehr schön. Okay, gut, Anna. Danke schön. Tschüss.